Hallo und willkommen zurück zu Anno 2205 und wir sollen jetzt hier ein paar Verjüngungskuren und bionische Erweiterungen auf dem Mond haben. Eins müssen wir produzieren, das andere können wir transportieren. Fangen wir mal mit dem Transport an, also von da nach da. Und zwar so vielleicht. Hier oben sind Ihre Kolonisten immer zu kosmischer Strahlung ausgesetzt. Ihre Raumanzüge halten etwas davon ab. Der Rest wird von starker Medizin wie dieser neutralisiert. Verbindung wird hergestellt. Auf dem Weltmarkt gibt es viele Gelegenheiten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Okay, also diese Route kostet krass viel Geld. Die kostet 3000. Und was da ein Problem ist, muss ich immer noch rausfinden. Dementsprechend möchte ich jetzt mal hier hin in unsere erste Siedlung, um da ein paar mehr Einwohner zu sammeln. In der Hoffnung... Aha, deswegen. In der Hoffnung, dass wir dann etwas aus dem Minus rauskommen. Was vielleicht nicht ganz verkehrt wäre. So, dafür bauen wir einfach mal hier fröhlich weiter. Hier in der Mitte will ich ein bisschen Platz lassen, weil ich vermute mal, da werden noch ein paar große Gebäude kommen, die wir bauen müssen. Darum machen wir das lieber so. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Und schon sind wir im Plus, das ist doch schön. Gut, also, beziehungsweise sind wir nicht, weil wir Biokost brauchen. Haben wir hier irgendwo bei Reisfeld ist Biokost, oder? Reisfarm, genau. Das muss ich andrücken. Okay, da kann ich nichts mehr bauen. Dann bauen wir einfach noch eins. Im Prinzip wurscht. Baumaß. Oh Gott. Wie groß ist das? Passt das da rein? Ne, das ist viel zu groß. Okay, dann ist es eh wurscht. Also, einmal Reisfarm bitte. Kann ich die umdrehen, dass es da... Perfekt. Nein. Hast du jetzt mehrere Reis... Oh Gott, das waren mehrere Reisfarmen. Ich wollte doch nur Module bauen. Verdammt. Na gut. Jetzt sind wir deutlich drüber. Ups. Naja. Außerdem wollten wir... Brauchen wir mehr Fleisch. Das heißt, wir brauchen mehr... Sojabohnen. Dann bauen wir mehr Sojabohnen. Und zwar nicht mehrere davon, sondern davon. Eins, zwei, drei. Na komm. Gib mir Geld. Mehr, schnell, viel. Na komm schon. Beziehungsweise, ja doch, eins baue ich noch. Ich glaube, ich kann ihr eh nur vier bauen. Genau, so. Das heißt, das passt alles. Da ist Überschuss, aber beim Schlachthof ist jetzt Unterschuss. Wo ist denn der Schlachthof? Das Ding. Da könnten wir auch noch mal vier davon bauen. Okay, das ist doch schön. Verjüngungskuren. Waren die Dinger hier? Ah, bei der letzten Konferenzsitzung wurde eine Preisverjüngung beschlossen. Okay, also das heißt, die könnten wir günstiger bauen, wenn wir sie finden würden. Wo zum Henker habe ich das Ding gebaut? Ich habe keine Ahnung. Hier? Das ist Entsalzung. Da ist auch Entsalzung. Da ist Gezeiten. Da ist auch... Ah, da unten, oder? Genau, Algenfabrik hier.
können wir noch zwei Module bauen. Die waren recht günstig. Dann kriegen wir Algen hinzu, genau. Und jetzt könnten wir theoretisch, das ist der Windpark, rausfinden, wie das Modul-Ding aussieht. Gott. Das da ist das. Und da können wir tatsächlich auch noch mal was bauen. Dann machen wir das mal. Jetzt sind wir im Positiven. Und du bist das hier. Jetzt wüsste ich gern, bei wie viel ich bin. Ja, auf jeden Fall im Positiven. Das ist im Negativen, aber das ist mir im Prinzip wurscht. Das ist doch schön. So, was ist hier eigentlich? Besitzen Sie eine Kreditbilanz? Ja, es ist recht. Einfluss erreicht neue Stufe. Oh, wir haben Geld gekriegt. Sowas mag ich. Dann können wir nämlich jetzt hier die Luxusmanufaktur ausbauen. Oh, jetzt fehlt es an Wein. Aber schauen wir mal, dass wir hier zumindest ins Positive kommen. Und an Energie fehlt's. Da haben wir Biopolymere. Was ist du? Bist du Gezeitenkraftwerk? Perfekt. Dann sind wir wieder im Positiven bei Energie. Ja, das beliebte Anno-Spiel. Wenn man das eine baut, fehlt es beim anderen. Da ist ein Weingut. Das ist doch schön. Eins. Zwei. Oh Gott. Da brauchen wir viel. Brauchen wir sehr viel. Dann dürfen wir noch ein Weingut bauen. Habe ich zufällig irgendwie aus Versehen noch eins rumstehen? Ich sehe keins. Eins, zwei, drei, vier. So, lieber ein bisschen Überschuss als zu wenig. Gut, das sieht jetzt alles super aus. Das heißt, wir haben auch Luxusbilanz. Ja, wir verexportieren da recht viel dementsprechend. Gut, wie sieht es hier aus? Für Sie habe ich immer Zeit. Ja, das ist okay. Also, wir machen 5000 plus an Geld. Das ist sehr schön. Hier merkt man schon, dass wir ein Problem haben mit Kommunikation. Könnten wir einfach noch eins bauen, oder? Ne, das ist ein Gezeitenkraftwerk, das nicht. Das hier. Dann bauen wir einfach hier eins hin. Dann sind die alle glücklich. Und dann sollten die bald aufsteigen. Dürfen die eigentlich automatisch aufsteigen? Ja. Dann müsste hier gleich das Ei sehr hoch gehen. Na, geht zumindest hier hoch bei Angestellte. Ja, wie auch immer. Kümmern wir uns jetzt nicht weiter drum. Wir gehen jetzt lieber wieder zurück zum Mond. Ja, dauert noch ein bisschen. Ah ne, Moment. Wir müssen noch eine Route einbauen. Von da nach da. Mit Biokost. Was ein bisschen doof ist, aber da. Nee. Genau andersrum. Waren auswählen. Das. Von da nach da. Gut. Ja, ich meine, warum nicht das volle? Volles Programm. Ich könnte mir vorstellen, dass die das eh irgendwann mal hier wollen. Außerdem. Ich bin froh, dass wir sie gefunden haben. Es gibt nur wenige LEC-Kolonien, die nicht von der Orbital Watch kontrolliert werden. Ich kann Ihnen den restlichen Vorrat aus unseren Lagerhäusern verkaufen und mit dem Gewinn Versorgungsgüter einkaufen. Das wäre ein gutes Geschäft. Ich verlasse mich auf Sie. Mhm. Ich weiß noch nicht mal, wo du bist. Dementsprechend kann ich auch nicht mit dir handeln, aber nice try. Ja, wie auch immer. Also wir sollen hier ja 50 Biokosten haben. Und außerdem sollen wir bionische Erweiterungen bauen. Und dann kümmern wir uns jetzt mal. Haben ja sogar noch ein bisschen Geld. Hier sieht doch mal danach aus, als ob man da irgendwas machen könnte. Da brauchen wir jetzt erstmal einen kleinen Schildgenerator, den wir mit einer Straße verbinden. Dann einmal
Erz. Oh, das Ding hat Unterhaltskosten von 3000. Das Ding ist 900, das gefällt mir besser. 3000 ist krass. Wieso kam... Ich fahre doch gerade bei plus so und so viel 1000. Wieso ging das auf einmal so schnell runter? Habe ich sonst noch irgendwas Ah, die richtig, die Transportroute. Hahaha. Gott, die hat mich natürlich 3000 gekostet. Okay, haben wir hier die erforderte Biokost? Nein, noch nicht. Benötigen die Biokost? Jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben getan, was wir konnten. Jetzt geben wir es weiter. 108.000 Credits. Genau so. Hallo, natürlich mache ich das. Da unten. Oh, ich vermute, ich darf mich nicht sehen lassen. Vermute ich. Oder die schießen auf mich oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sollte ich es nicht abseits der Kamera Roger. Machen. Wo ist denn mein Fahrzeug? Das ist ein bisschen langsam. Wenn das ungefähr dreifach so schnell wäre, wäre es angenehm. Das könnte mich jetzt eng werden. Vor allem der fährt... Nee. Ich möchte da jetzt nicht reinfahren. Gott. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Koordinaten bestätigt. Nein, nicht da rein. Okay, was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Das Ding ist stehen geblieben. Roger. Ich habe keine Ahnung, was danach passiert ist. Bestätigt. Fahren wir einfach mal durch und finden raus, was passiert. So eine Sache verdirbt einem den Tag, oder? Ah, okay. Also ich habe es nicht geschafft. Oder doch? Sind unterwegs. Ich bin heute im Homeoffice und ich habe einen Job für Sie. Nö, mache ich nicht. Also der Mission ist wirklich abgebrochen. Aber ich wollte es mal ausprobieren, was passiert, wenn ich da durchfahre. Weil das muss ich ja fürs nächste Mal wissen. So, und jetzt können wir hier langsam das Ding laden. Und in der Zwischenzeit müssen wir trotzdem nochmal hier auf die Erde. Weil wir hier, wie gesagt, deutlich mehr Geld verdienen müssen, damit wir uns da oben was leisten können. Wir könnten Glück haben und sagen, dass in dem Moment, wo wir... Ja, ist ja gut. In dem Moment, wo wir die nächste Zivilisationsstufe erreichen, da oben auch mehr Geld verdienen, aber... Ich bin mir nicht so sicher, ob diese Rechnung aufgeht. So einen wichtigen Gast hatte ich schon lange nicht mehr. Was? Ja, vielen Dank, aber mir wäre fast lieber, wenn du upgraden würdest. Das passiert nämlich gerade irgendwie gar nicht. So, bauen wir noch ein paar. Die natürlich wieder Warnung. Eine Straße wollen. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ist ja recht. Gut, sieht es bei euch jetzt besser aus? Ja. Okay. Können wir die Straße noch fertig bauen? Bis dahin. Wieder das letzte ging nicht oder wurde nicht angezeigt. Oder eine Mischung. Wird befördert. Also 3000 will ich mindestens erreichen. Aber das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Okay. Gut, dann hauen wir hier doch wieder ab. Und laden hier wieder. Ja, laden ist ein bisschen doof, aber hilft nichts. Ja, ja, richtig. Und erledige es einfach. Ja, ist ja gut. Wenn mir danach ist, mache ich das schon. Wir hatten, glaube ich, bei Sauerstoff so einen kleinen Mangel. Drum machen wir das jetzt hier mal. Alles installiert. Probier es aus. Yay. Und jetzt ist er glücklich, weil wir haben Magnetit benutzt. Yay. Ja. Was wollte ich machen? Ich wollte hinten was bauen, genau. Also einmal ein seltene Erdenabbau-Dingens da. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Und ab jetzt ist das Ding teuer. Und das Ding produziert oder verbraucht seltene Erden.
Was ist jetzt das Problem? Energie. Aha. Dann bauen wir neuen da Erfolg erhalten. Ein zweites Solarkraftwerk. Der menschliche Körper ist nicht für die Schwerelosigkeit geeignet. Zum Glück hat ihre Biotech-Abteilung Wege gefunden, die Gesundheitsrisiken für ihre Astronauten zu verringern. Gut, und jetzt bräuchten wir mehr davon. Dann bauen wir hier einfach mal eine zweite Reihe Bewohner. Bis dahin, genau. Oh. Bauoptionen erweitert. Halten wir mal kurz an, wir sind nämlich hier krass im Minus. Ich bin sehr froh, dass das so schnell ging. Sehr froh. 35.000 braucht ihr. Ja, wir brauchen nämlich hier noch ein... Ja, bringt's das? Oder gehen wir doch lieber auf die Erde und holen uns da mehr Geld. Also im Prinzip, das Ding, wenn es läuft, verbraucht halt... Wie viel waren es? 3.000. Ja, 3.000. Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen. Könntest du das vielleicht für mich erledigen? Nein. Dementsprechend gehen wir wirklich nochmal auf die Erde. Ist zwar doof, aber hilft ja nichts. Könnte ich bitte irgendwie bei dieser Route einstellen, dass ihr mehrere Sachen mitnehmt? Kann ich irgendwie das... Klicken zum Auswählen. Geht hier wohl nicht anders. Geht denke ich hier was anderes wählen? Nein. Vielleicht kommt das erst später. Ich vermute, es kommt erst später. Abbrechen. Oder neue Route. Ich vermute, das kann ich echt erst später. Ich möchte halt irgendwie gern auf dem Hin- und Rückweg was machen. Gefühlt ist das deutlich günstiger. Für mich zumindest. Gut. Wir bauen hier einfach nochmal eine Runde Wohngebäude. Und habe ich hier vergessen, einen Durchgang zu lassen. Blöd. Aber ganz so, ist schon okay. Hier könnten wir mal auffüllen mit den Wohngebäuden. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Irgendwie so. Gut. Wie sieht's hier aus? Noch alles positiv? Oh, nee, Wasser. Wasser. Wasser ist echt ein Problem. Das ist krass, wie viel Wasser wir hier benötigen. Ob da irgendwann später nochmal was Besseres kommt? Wir haben Stufe 13. Neue Erfolgsebene erreicht. So, jetzt haben wir auch Wasser wieder positiv. Und haben neue Baupläne verfügbar. Hier was Neues gekriegt. Ja, würde ich aber gerade ein bisschen warten, weil wir ja die Mission mehr oder weniger lang fahren wollen und nicht irgendwie was dazwischen machen. Das Einzige, was interessant wäre, wäre die Credits-Bilanz, aber ganz ehrlich, ich bezweifle es, dass wir das im Moment schnell schaffen und wir wollen ja vorankommen. Dementsprechend vielleicht nicht. Gut, auf jeden Schön, Fall, dass Sie hier weitere Kolonien gründen. Das sind sichere Zwischenstationen für unsere Konvois. Außerdem können Sie mit uns handeln, wenn wir hier sind. Ja. Außerdem haben wir jetzt genügend Biokost, denke ich, damit wir die laden können. Yep. Gut. Und dann, wenn du die hast, fahr mal dahin. Ich glaube, hier ist der Händler. Ist genau. Niemand gefolgt. Ja, brauche ich alles nicht. Gut. Wir wollten bauen. Bauen wollten wir. Nein, wir wollten aktivieren. Ja, wobei, wir könnten erstmal hiermit anfangen. Hierhin? Ja. Klingt nicht ganz verkehrt. Sobald wir die Straße etwas umgebaut haben. Abreißen ist da. So, also, was wollen Sie? Wartung. Auf dem Mond lebt man wie in einem Aquarium. Ein kleines Leck und die Zustände werden gefährlich. Aber Sie sind für alles gewappnet. Stimmt. So, dann aktivieren wir das Ganze mal. Und dann wollen Sie auf dem Mond. Mars ist dann nächster Anurteil. Haben Sie oder so ein Schmarrn. Befördern zu Offiziere.
Erfolgsliste aktualisiert. Und ich würde sagen, das Ganze von diesem sicheren Zufluchtsort verbreitet sich. Sogar die Zögerlichen nutzen die Gelegenheit zur Flucht, da sie nun ein Ziel haben. Ich lasse es sie wissen, wenn weitere Flüchtlinge ankommen. Moment, das kostet 5000 Credits? Wirklich? Naja, uns bleibt wohl nichts anderes über. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Wenig Intelli wäre, ja, ist ja klar. Haben wir nicht wirklich was gemacht. So, das dauert jetzt ein bisschen, bis die hier alle upgraden. Vielleicht können wir da ein bisschen nachhelfen. Wie viele passen denn da rein? Hey, was ist los? Einwohner 20 von 50. Also 50 passen in ein Haus, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann bräuchte man 10 Häuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sind noch ein paar. So. Jetzt haben wir 10 Häuser, das reicht. Und wir haben jetzt aeroponische. Na. Goddammit. Und das Ganze kostet Geld. Aber wie viel? Hi. Was kann ich für Sie tun? Ja, und Umsatz generieren die auch nicht viel. Also was machen die hier? Die generieren 164 auf voller Stufe. Und ihr macht gerade mal 32. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Aber ich meine... Okay. Es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Ja, ist ja gut. Das hatten wir schon. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Den Schmarrn machen wir jetzt mal weg. So, das da hinten wurde abgeliefert und so? Anscheinend, hier ist nämlich mehr los. Flüchtlingsprojekt 100%. Okay. Die Leute im Camp sind gut versorgt. Ich lasse es sie wissen, wenn Neuankömmlinge eintreffen. Ah, okay, wir müssen nächste Firmenstufe erreichen. Bist du bereit für eine kleine Herausforderung? Ja, können wir machen. Das hast du echt gut gemacht. Weil wir... Was? Weil es eh auf dem Weg ist. So machen wir das jetzt. Gut. Ansonsten brauchen wir jetzt Mondnahrung, genau. Und zwar Mondnahrung am dringendsten. Ah, und das verbraucht Mondeis. Und für den ganzen Schmarrn brauchen wir wie immer Geld. Da brauchen wir deutlich mehr Angestellte. Ich würde sagen, wir verschwinden wieder vom Mond. Gehen auf die Erde, weil hier lässt sich immer noch am meisten Geld verdienen. Im Moment. Dementsprechend machen wir hier einfach mal ein bisschen weiter. Und wenn wir dann irgendwann ganz, 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 ganz viel Geld haben, kehren wir auf den Mond zurück, beziehungsweise eine richtig positive Bilanz. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt wirklich herzustellen, diese plus 12.000 mindestens, wenn nicht sogar mehr. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, aber ich denke mir, es könnte sinnvoll werden. So, und ich habe so die Befürchtung, wir kriegen gleich ein großes Rohstoffproblem. Ja, Biokost geht schon mal los. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Die Intelliware, die müssten wir auch mal machen. Reisfarm haben wir ja zum Glück beim letzten Mal zu viele gebaut. Bevor ich das mache, komm du mal ganz da runter. Jetzt also. 1, 2, 3, 4. Dann wird nach hinten raus. So, dann sind wir wieder im Positiven. Algen produzieren wir noch genügend, aber eben keine Sünd irgendwas. Dann bauen wir hier noch ein bisschen Sünd. Das Ding. Wo bauen wir das denn hin? Wo bauen wir das denn hin? Hier oben vielleicht. Wo ist das? Das ist der Transportzentrum, richtig? Ja. Sehr doof. Dieser Windpark steht. Eins doof. Da ist besser. Dann können wir hier eine Straße einbauen. Und dann können wir hier das hinbauen.
Und dann einfach auffüllen mit denen hier. Kann ich mehr? Oh nein. Gut. Ah, Stufe 14. Die Geschäftserfolge nehmen zu. Gab Iridium und sonst was. Jetzt gehen natürlich die Algen zurück, aber ich meine, wir produzieren hier wirklich genügend. Und das heißt, oh, das heißt erstmal, wir brauchen hier bei der Luxusmanufaktur noch eins. Und bräuchten jetzt Fleisch. Wo war Fleisch? Das müsste Fleisch gewesen sein, ja. Brauchen eine neue Rinderfarm. Oh, und wir brauchen vor allem Vitamindrinks. Dann brauchen wir mal eine Obstplantage. Ich glaube, die haben wir hier vorne noch nicht. Wie bauen wir die denn am besten hin? Wenn ich die so hinpacke, ist sie zu groß. Wenn ich sie so hinpacke, ist sie auch zu groß. Na, wurscht. Und die Kälterei bauen wir dahin, da passt die noch schön rein. Jetzt kann ich die nicht umdrehen. Oder drücke ich die falsche Taste? Ich drücke die falsche Taste. Ding, ding. So. Das sieht schon mal besser aus. Obstsäfte produzieren wir ein bisschen zu wenig, aber im Verhältnis ist das okay. So, Rinderfarm waren wir, genau. Alles Mögliche brauchen wir. So, und jetzt brauchen wir auch gleich wieder Energie. Gut, Energie. Jetzt sind wir hier auch beim Maximum. Hier sind wir es, glaube ich, eh schon. Haben wir noch irgendwo Energie? Gerade nicht. Dann. Warnung. Energiemangel. Hallo Gezeitenkraftwerk. Hallo Straße. Zählt das? Nein. Der muss jetzt da angeschlossen werden, oder? Oh Gott. Zufrieden. Schlimm ist, er braucht ja noch nicht mal Logistik. So, genügend Energie. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Diese Nachricht nervt. Und Wasser haben wir auch schon wieder zu wenig. Aber Wasser kann ich nicht mehr hier zumindest produzieren. Gut. Dennoch, Verjüngungskuren brauchen wir mehr. Kann ich irgendwie mir anzeigen lassen, wo die hergestellt werden, wäre auch zu schön. Aber ich habe es trotzdem gefunden. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Und dann ist die Grenze erreicht. Okay, aber Verjüngungskuren haben wir genügend. Du musst keine Berichte schicken oder sowas. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Mhm. Sojabohnen bräuchten wir jetzt nochmal wieder. Wenn wir genügend Logistik hätten, dann bauen wir einfach mal da Logistik rein. Du hast dir wirklich Zeit. Und Sojabohnen. Haben wir nicht mehr genügend Geld. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Also, das braucht Flachs und das braucht Bergbau und dann bauen wir aus Silizium das und aus Flachs und Mikrochips das hier. Das heißt, wir brauchen 30.000 plus. Geht das überhaupt aus? Also 2 und 4. Da kommen raus 5. Okay, das ist schon mal genügend. Da kommt, der braucht 5, der produziert 5. Okay, also 1 reicht. Kostet aber ungefähr viel Geld. Um es zusammenzufassen, viel. Wird mich aber irgendwie schon reizen. Wird mich sehr reizen.
Direkt nachdem wir die Sojabohnenproduktion erhöht haben. Ja, das ist das Schlimmste, was man in Anno machen kann. Dass man die Ressourcen, die man schon hat, plötzlich nicht mehr zur Verfügung stellt. Wie auch immer, die Folge ist leider schon wieder zu Ende. Geht bei Anno immer sehr schnell, finde ich. Weiß nicht, wie es euch da geht. Schauen wir mal, ob es irgendeine Mission gibt, die viel Geld gibt. Bräuchten ja im Prinzip Geld. Auf dich habe ich schon gewartet. Ja. Hast du kurz Zeit? Und geben Sie mir eine. Ich sitze den ganzen Tag blöd rum. Gib mir in der Werft was zu tun. Ja, ist ja gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie schon hier weitermachen können. Wahrscheinlich nicht. Was ist denn hier? Fahren Sie mit den Aufträgen fort, ja. Kann ich dem Senat sagen, dass Sie an der Sache dran sind? Ja, wie auch immer. Ah ne, Schmarrn, wir sind ja hier dran mit. Wir brauchen 12.000 plus. Ja. Gut, das verschieben wir dann aufs nächste Mal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde hier, glaube ich, noch ein bisschen weiterlaufen lassen, dass wir ein bisschen Geld haben. Und bis zum nächsten Mal. Servus.